Am heutigen Dienstag steht in Singapur der dritte Spieltag der WTA Finals mit zwei Partien an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Begegnungen im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen könnt. Nach ihrem Auftaktmatch gestern hat Angelique Kerber heute erst einmal eine Verschnaufpause. Stattdessen kämpfen die vier Kontrahentinnen der Gruppe 2er um den Einzug ins Halbfinale. Caroline Wozniacki trifft auf Petra Kvitova, danach bekommt es Elina Svitolina mit Karolina Pliskova zu tun. WTA Finals 2018, die heutigen Dienstagsspiele im Überblick. Beim Turnierauftakt am Montag unterlag Caroline Wozniacki gegen Karolina Pliskova, Elina Svitolina siegte gegen Petra Kvitova. Damit treffen heute die beiden Verlierer und Gewinner aufeinander. Ab 13.30 Uhr, Caroline Wozniacki trifft auf Petra Kvitova, ca. 15 Uhr Elina Svitolina mit Karolina Pliskova. Finals 2018 heute live im TV, Livestream und Live-Ticker. Die heutigen Begegnungen der WTA Finals gibt es ausschließlich bei kostenpflichtigen Angeboten zu sehen. Sowohl Sport 1 als auch der Streamingdienst DAZN zeigen alle Spiele des Turniers. DAZN überträgt neben Tennis auch viele weitere Sport-Highlights wie Fußball, Basketball, Baseball, Darts oder Football. Das Abonnement kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat. Wer die Spiele nicht live sehen kann, bleibt bei den Live-Tickern von Svox dennoch immer auf dem Laufenden. Beginnspiel bei TV Livestream Live-Ticker 13.30 Uhr Caroline Wozniacki, Petra Kvitova. Sport 1 das Live-Ticker K. 15 Uhr Elina Svitolina, Karolina Pliskova. Sport 1 das Live-Ticker. WTA Finals, Gruppen- und Turniermodus. In der runden Turnierphase werden die 8 Spielerinnen zunächst in 2 Gruppen mit je 4 Teilnehmerinnen gelost und spielen im Format jeder gegen jeden. Gruppe 1, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens. Gruppe 2, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Halbfinale. Dort spielt jeweils die Gruppensiegerin gegen die zweite der anderen Gruppe. Die Siegerinnen dieser Spiele bestreiten schließlich das Finale. WTA Finals, die Einzelsiegerinnen der letzten 5 Jahre. Siegerin 2013 Serena Williams, 2014 Serena Williams, 2015 Agnieszka Radwanska, 2016 Dominika Cybulková, 2017 Caroline Wozniacki. Werbung.